Willkommen zur Episode 94 von Force Come Talks, meinem Videospiele-Podcast. Wir starten Play This Week mit Inazuma Eleven Go, Chronostone, Flammenwall. Der Name ist immer noch klasse. Ich habe den Stoffpinguin bekommen und habe damit eigentlich so das Ziel erreicht gehabt. Ich hätte gerne mehr gemacht, nur der Witz ist, all das, was ich bisher bekommen habe, zum Beispiel das Magazin, die Gurken, den Stoffpinguin und was auch immer dann noch dazwischen war, das sind alles nur Charaktere vom letzten Spiel. Die ganzen Charaktere, die jetzt mit dem neuen Spiel dazugekommen sind, die habe ich immer noch nicht freigeschalten. Da muss ich weitere Teams besiegen, hoffen, dass sie das Zeug droppen und erst dann kann ich die erst bekommen. Und natürlich kann ich verstehen, dass man nicht, nachdem man die Story durchgespielt hat, sofort hingehen kann und alle Charaktere bekommt. Aber das Problem ist einfach, dass die Arbeit, die man reinsteckt, einfach zu viel ist. Dadurch, dass die Dropchancen zum Teil super niedrig sind, man spielt das gleiche Team immer und immer und immer wieder. Und vielleicht hat man Glück und es droppt vielleicht nach dem ersten oder zweiten Mal. Wenn man Pech hat, braucht man 12, 24 oder wie viel auch immer Versuche. Und immer wieder gegen das gleiche Team zu spielen, wird sehr schnell einfach nur mal langweilig. Und dementsprechend, ich persönlich hätte es toll gefunden, wenn man wirklich sagt, hey, man hat vielleicht einmal muss man das Ganze spielen oder vielleicht zweimal, aber dann hat man es definitiv und kann dann weitergehen. Immer und immer wieder das Gleiche machen, macht für mich keinen Spaß und dementsprechend, ich denke, ich habe so meinen Punkt erreicht. Ich habe ein paar Charaktere freigeschalten, die ich haben wollte, das ist okay, aber mehr Zeit werde ich da einfach nicht mehr rein investieren. Dementsprechend, das nächste Spiel, das ich endlich mal durchspielen sollte, ist Puzzles in Dragon Z. Da war ich im letzten Gebiet, zumindest das man auf der Übersichtskarte sehen konnte. Und ich will es logischerweise einmal durchspielen, aber auch ich möchte wissen, was danach passiert. Denn die Mobile-Version lebt wirklich davon, dass regelmäßig neuer Content nachgeliefert wird. Aber das ist natürlich Free-to-Play mit Microtransactions und das hat diese Version für den 3DS gerade eben nicht. Und dementsprechend, ich glaube nicht, dass da großartig noch was nachgeliefert wird. Aber ich bin trotzdem gespannt, was sie da reingemacht haben. Ein Spiel, das ich auch etwas mehr gespielt habe, war Grand Theft Auto 5. Da hatte ich in der letzten Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen gehabt, habe aber es nicht wirklich im Detail erklärt gehabt. Und zwar, Free Roam ist leider extremst langweilig. Und zwar, man kann weiterspielen, man kann weitere Gebäude kaufen, aber mehr passiert einfach nicht. Und ich denke, da hätte man mehr machen können. Es gibt zum Beispiel einen Map-Editor für GTA Online, wo man seine eigenen Gebiete machen kann, also zum Beispiel eine eigene Rennstrecke kann man bauen, kann Deathmatch-Arenen oder ähnliches bauen und kann die logischerweise für alle freischalten. Ich hätte es cool gefunden, wenn man hier einfach gesagt hätte, man könnte wirklich zufällige Encounter selbst erstellen, könnte die irgendwie platzieren, könnte gewisse Parameter aufstellen, das wenn, das, dann jenes und hätte dann halt so vielleicht die Möglichkeit, selber diese Welt ein bisschen lebendiger gestalten zu können. Denn aktuell in dem Standardspiel passiert einfach leider zu selten was. Klar, wenn man die ganzen Gebäude kauft, kriegt man hier und da mal eine Mission, hey, bringe das von A nach B, hey, beschütze das oder jenes, aber das passiert einfach zu selten. Mit Trevor kann man hier und da noch tatsächlich noch was erleben, aber mit den anderen beiden, Michael und Franklin, da lohnt es sich eigentlich das Ganze nicht zu spielen, denn man muss super aus dem Weg gehen, um tatsächlich irgendwelche Events zu finden. Und das zeigt leider so ein bisschen, dass Rockstar sehr stark das Ganze auf GTA Online konzentriert hat. Dass man ja, wenn man die Story durchgespielt hat, auf GTA Online übergeht, wenn man da dann halt mehrere Missionen bekommt, aber theoretisch dann halt die ganze Sache grinden muss. Wenn das Grinden halt zu viel ist, kann man halt das mit Microtransaction überspringen, etc. Und das ist meines Erachtens einfach schade. Wir gehen über zu den Videos, die in dieser Woche hochgeladen worden sind. Wir starten mit dem Samstag und One Piece Pirate Warriors 3. Das ist im Endeffekt Dynasty Warriors in einem One Piece Skin. Wer die ersten beiden Teile gespielt hat, dürfte mit dem eigentlich überhaupt kein Problem haben. Wer Dynasty Warriors mag und mal was anderes ausprobieren möchte, ist mit One Piece ebenfalls gut aufgehoben. Und das Spiel macht definitiv Laune. Ich habe weitergespielt gehabt und habe bisher eigentlich keinen weiteren negativen Punkt gefunden gehabt. Klar, dieser eine große negative Punkt mit der Story ist immer noch leider vorhanden, dass einfach viele Sachen nicht einzeln zu eins nacherzählt wird, aber ich denke, das ist ein geringeres Problem, einfach weil die meisten Leute einfach wissen, wie die Story wirklich abläuft und das Spiel, glaube ich, auch in erster Linie nur spielen, weil sie mit ihren Lieblingscharakteren unendlich viele Gegner umrotzen möchten und dementsprechend, das macht das Spiel richtig gut. Am Sonntag gab es dann ein neues Let's Play und zwar Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes und das Spiel ist extremst kurz. Am Anfang hatte ich wirklich noch so behauptet, ja, so 1-3 Stunden wird angegeben, dass wir das Ganze in 85 Minuten durchgespielt haben, hat mich extremst überrascht und ich kann definitiv verstehen, warum Leute darüber sich aufgeregt haben, denn 20 Euro für eine Stunde Spielzeit, klar, man könnte das mit den ganzen Nebenmissionen noch auf 18-20 strecken angeblich, aber
ganz ehrlich, das ist nicht wirklich der Knüller, denn ich habe die Nebenmission gestartet gehabt, das ist immer wieder die gleiche Map, außer dass es vielleicht gerade nicht regnet und nicht Nacht ist, sondern halt Tag. Und dann ist es halt, hey, alles ist im Endeffekt gleich, vielleicht ein paar Soldaten stehen ein bisschen anders, aber jetzt musst du irgendeinen 0815-Typi ausnocken. Du musst irgendwas zerstören oder irgendwas finden und dann wieder mitbringen. Das ist leider nicht sonderlich interessant. Was aber interessant ist, wenn man in der Wiki nachliest, was mit Chico und Paz noch passiert ist, denn es gibt noch weitere Informationen, die man theoretisch finden könnte, wenn man sich halt die Zeit nimmt. Und das ist definitiv heftig. Also das, was man wirklich in meinem Video gesehen hat, das war ja noch niedlich und das war schon extremst brutal. Aber die Informationen, die man dann noch herauskriegen könnte, oh boy. In The Last Tinkerer, City of Colors, haben wir jetzt im Endeffekt den grünen District angefangen und auch gleichzeitig wieder abgeschlossen. Und ich denke, es ist auch keine große Überraschung, dass wir als nächstes in den blauen District übergehen werden. In The Sims 4, Teil Nummer 22, haben wir wirklich extremst viel gearbeitet und das persönlich stört mich eigentlich schon sehr, denn wir kommen mit den Romanzen nicht vorwärts und dementsprechend überlege ich aktuell tatsächlich vielleicht für die nächsten Teile uns nicht mehr auf Aubreys Arbeit zu konzentrieren, sondern halt auf die anderen, damit die halt tatsächlich auch weitermachen können. In Hearthstone hatten wir den schlechtesten Tavern Brawl bisher, das war wirklich sehr beeindruckend und ich hoffe, er kommt nie wieder. In Fallout 3, Teil 7, haben wir das Quest Blood Ties abgeschlossen, das heißt, wir sind mit der Familie durch und wir haben das zweite Kapitel von Moira Browns Buch abgeschlossen gehabt. Wir könnten jetzt theoretisch aufs dritte Kapitel übergehen, aber ich überlege, was wir theoretisch noch machen könnten. Wir haben immer noch diese eine Vault, die wir gefunden haben, die wir definitiv machen müssen, die ist sehr beeindruckend. Oder wir gehen hin und machen tatsächlich mal mit der Story weiter, das wäre definitiv ein großer Sprung. Denn das Wichtige, was man wirklich wissen muss, ist, die Story ist nicht sonderlich umfangreich bei Fallout 3. Man springt wirklich an insgesamt 5 Knotenpunkte, würde ich fast sagen, und dann ist die Story eigentlich schon durch. Wir gehen über zu den News. Square Enix kündigt Augment Your Pre-Order für Deus Ex Mankind Divided an. Die Idee ist nicht unbedingt ungewohnt. Steam hat sowas schon vor längerer Zeit eingeführt, dass umso mehr Leute das Spiel vorbestellen, umso mehr Boni man freischaltet. Das heißt also zum Beispiel, in der Vergangenheit hatten wir, hey, wer Bioshock Infinite vorbestellt, der hat die Möglichkeit, irgendwelche Items für Team Fortress 2 zu bekommen. Irgendwelche Ingame-Items fürs Spiel selbst und dann eventuell noch ein anderes Spiel, wenn man die letzte Stufe erreicht hat. Bei Deus Ex ist es jedoch der Fall, dass wir mit jeder Stufe noch weitere Optionen auswählen müssen. Bedeutet, wenn wir die erste Stufe erreichen, bekommen wir 3 Sets zur Auswahl. Wir dürfen nur 1 davon wählen. Jeder darf das zwar individuell, aber die anderen beiden sind dann nicht mehr auswählbar. Und das geht mit jeder Stufe so weiter. Und ich denke, es ist offensichtlich, warum jeder diese Idee hasst. Denn Vorbestellungen sind riskant. Wir geben 50 bis 60 Euro für ein Spiel aus. Egal, wie gut das vorherige Spiel war, dieses Spiel könnte richtig, richtig schlecht sein. Und hier belohnt man die Leute nicht mit einer Vorbestellung, sondern man bestraft sie. Man geht normalerweise hin und sagt, hey, du kriegst das volle Spiel plus extra. Hier ist es so, du kriegst das volle Spiel und ein paar Sachen dazu, aber nicht alles. Und dementsprechend, das ist eine Sache, wo ich wirklich hoffe, dass Square Enix sich nochmal zusammensetzt, überlegt und sagt, nein, das ist keine gute Idee und gehen lieber mit dem ganz simplen System, so wie andere es bei Steam schon gemacht haben. 3 Stufen, wenn das erreicht wird, kriegt jeder diese 3 Sachen. Und das wäre bei Weitem einfacher, unkomplizierter und für die meisten Leute auch akzeptabel. Ich habe mich diesbezüglich auch ein bisschen umgeguckt gehabt und die meisten Leute haben aktuell so überhaupt kein Interesse mehr an diesem Spiel. Die sagen sich wirklich, ich warte lieber auf den Steam Sale 2016, wo das Spiel dann für 5 Euro als GOTY-Version mit allem Zeug drin ist. Denn mit diesen ganzen Pre-Orders sehen wir jetzt bereits, dass sie sehr viele DLCs geplant haben. Denn logischerweise all die Sachen, die wir nicht auswählen konnten, die werden uns irgendwann für Geld als DLCs angeboten und eventuell noch andere Sachen, die sie geplant haben. Und das missfällt den meisten extremst. Und dementsprechend, ich bin sehr gespannt, ob Square Enix tatsächlich nochmal einlenkt oder ob sie eisenhart an ihrer falschen Entscheidung hängen bleiben. Und die letzte Nachricht, ein Mitarbeiter von DICE hat bestätigt, dass Star Wars Battlefront für PC und Konsolen keinen Serverbrowser haben wird. Immer mehr Nachrichten kommen für dieses Spiel heraus und immer mehr Leute haben, mittlerweile denke ich sogar zu Recht, ihre Zweifel an diesem Spiel.
EA hat zwar bereits angekündigt gehabt, dass sie auf die Community hören werden und wenn sie merken, dass diese Entscheidung zu sehr in die falsche Richtung geht, dass sie das Ganze anpassen werden. Und das ist definitiv eine schöne Sache, aber wie viel kann man tatsächlich in diesem Status noch ändern? Das Spiel kommt Ende dieses Jahres raus. Wir sind kurz davor im Endeffekt und ich kann es eigentlich mir nicht wirklich vorstellen. Die Frage ist nur wirklich die Sache, die anstelle des Serverbrowsers kommt. Wie gut wird diese Sache tatsächlich sein? Denn viele Leute wollen mit ihren Freunden zusammenspielen. Ist das mit diesem neuen System möglich? Kann ich tatsächlich auf irgendwelche Server zurückgreifen? Oder ist es tatsächlich ein reines Matchmaking? Denn ich persönlich finde Matchmaking in den meisten Fällen eigentlich nicht gut. Damit kommen wir zum Ende dieser extremst kurzen Episode. Ich hoffe, in der nächsten Woche gibt es ein paar mehr News. Aber trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dass wir uns in der nächsten Woche auch wieder hören. Bis dann.